Ja, hallo und zufriedene Freude Smartphone. Wir sind immer noch bei der App Kalender. Heute machen wir die Aufgabe 16. Du musst zum Friseur, trage dir einen Termin für nächsten Dienstag um 10 Uhr ein. Wie immer, die App Kalender zeigt mir das heutige Datum und den Wochentag an. Ich tippe einmal drauf, die App öffnet sich und ich bin in der Monatsübersicht. Um etwas Neues einzutragen, also ich will einen neuen Termin eintragen, ich will etwas hinzufügen. Und dazu suche ich wie immer, richtig, ich suche das Plus. Und deswegen gibt es hier auf Ihrem ersten Bildschirm auch gleich schon wieder einen Aufkleber. Und dieser Aufkleber ist Ihr Plus. Hier ist mein Plus und das Plus finde ich hier rechts oben. Und hier auf meinem Bildschirm rechts oben ist das Plus. Ich tippe einmal drauf und es öffnet sich die Eingabemaske für einen Termin. Ich sollte mir einen Friseurtermin eintragen. Das erste ist der Titel. Hier schreibe ich Friseur. Und hier sehen Sie auch die Eingabehilfe. Das Smartphone bietet mir Friseur als Wort an und ich muss hier einfach nur auf das Wort tippen. Und so muss ich es nicht fertig schreiben. Also Friseur, darunter ist die Zeile Ort. Auch hier, ich tippe auf die Zeile. Hier gebe ich Neue Straße 1 ein. Wenn ich mit der Eingabe fertig bin, hier rechts unten auf Fertig tippen. Die nächste Zeile heißt ganztägig. Und hier habe ich einen Schalter. Richtig? Schalter haben wir schon beim Wecker in der Aufgabe 13 gelernt. Ich habe hier oben so ein kleines I. Da habe ich die Aufgabe 13 für Sie nochmal hinterlegt. Da können Sie nochmal schauen, wie ein Schalter funktioniert. Dieser Schalter ist auf grau, er ist ausgeschaltet. Ich tippe einmal drauf, jetzt ist er grün. Das heißt jetzt, mein Friseurtermin würde einen ganzen Tag dauern und ich muss keine Zeit eingeben. Mein Friseur dauert aber keinen ganzen Tag, deswegen schalte ich das wieder aus. Die nächsten beiden Zeilen sind jetzt Beginn und Ende meines Termins. Beginn und auch hier, ich tippe auf die Zeile, um die Zeile zu öffnen. Und auch hier wieder wie beim Wecker, ich schiebe nach oben oder unten, um diese Einstellung hier zu ändern. Ich schiebe hier also auf Dienstag. Uhrzeit ist 10 Uhr. Und wenn ich mit der Eingabe fertig bin, dann tippe ich noch einmal auf die Zeile und dann schließt sich diese Eingabemaske wieder. Als Ende wird mir hier vorgeschlagen eine Stunde. Das macht das Smartphone automatisch. Wenn ich kein Ende eingebe, dann wird automatisch eine Stunde eingegeben. Mein Friseur dauert wahrscheinlich 2 Stunden. Das heißt, ich tippe auf diese Zeile und gebe statt 11 Uhr 12 Uhr ein. Hier könnte ich auch den Tag verändern. Ja? Also wenn ein Termin über 2 Tage geht, könnte ich auch das hier eingeben. Und auch hier, ich tippe wieder auf die Zeile und die Eingabemaske schließt sich. Die nächste Zeile ist wiederholen. Wenn es jetzt ein Termin wäre, der sich wöchentlich oder monatlich wiederholt, könnte ich das eingeben. Ich tippe hier auf die Zeile und hier könnte ich täglich, wöchentlich, alle 2 Wochen, monatlich, jährlich, ich könnte auch eine eigene Eingabe machen und hier könnte ich angeben, dass sich dieser Termin immer an einem bestimmten Tag des Monats wiederholt. Tut er nicht, deswegen gebe ich hier nichts ein und ich könnte noch eine Wegzeit eingeben. Hier tippe ich mir auf die Wegzeit. Jetzt habe ich hier einen Schalter, den muss ich erstmal anschalten. Und ich brauche ungefähr 15 Minuten zu meinem Friseur, also tippe ich auf 15 Minuten und gehe hier links oben wieder zurück zu meiner Eingabemaske. Als nächstes könnte ich diesen Termin einem Kalender zuordnen. Diesen Kalender haben wir in Aufgabe 15 besprochen. Ich habe hier nochmal so ein kleines i für Sie und da können Sie sich die Folge nochmal anschauen. Ich habe hier für mich einen Kalender privat gemacht und diesen Friseurtermin ordne ich meinem Privatkalender zu und der hat die Farbe blau. Ich könnte jetzt hier auch noch Teilnehmer einladen. Dafür tippe ich auf die Zeile und müsste jetzt eine E-Mail-Adresse von diesen Teilnehmern in meinem Adressbuch gespeichert haben. Dann würde das hier angezeigt werden. Und jetzt kommen noch 3 ganz wichtige Zeilen. Möchte ich denn einen Hinweis bekommen? Ja, ich möchte einen Hinweis bekommen. Also ich tippe auf diese Zeile und zwar einen Tag vorher. Jetzt bekomme ich einen Tag vor dem Dienstag, also am Montag, einen Hinweis auf meinem Smartphone. Morgen ist Friseur. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Hinweis. Ja, ich möchte auch einen zweiten Hinweis. Also ich tippe auch auf diese Zeile. Und ich möchte 2 Stunden vor der Wegzeit noch einen zweiten Hinweis bekommen, dass ich heute zum Friseur gehe. Als drittes zeigen als, wofür braucht man das? Das ist wichtig für all die Menschen, die arbeiten und sich gegenseitig zu Terminen einladen. Da macht Sinn, ob der Teilnehmer Zeit hat und zu diesen Treffen kommen kann. Das brauche ich nicht, hier trage ich auch nichts ein. Das letzte, was ich aber nicht vergessen darf, ist diesen Termin abzuspeichern, also zu meinem Kalender hinzuzufügen. Und da kommen wir jetzt hier auf den dritten Bildschirm und da gibt es wieder einen Aufkleber, damit Sie das nicht vergessen. Und dieser Aufkleber heißt hinzufügen. Und den klebe ich mir hier auf meinen dritten Bildschirm. Ich muss nämlich jetzt hier rechts oben auf hinzufügen tippen, um diesen Kalendereintrag zu speichern.
Das habe ich gemacht. Jetzt tippe ich hier oben auf diese Schaltfläche, um mir meine Kalendereinträge anzeigen zu lassen. Und jetzt tippe ich auf nächsten Dienstag. Und tatsächlich, hier nächsten Dienstag steht mein Friseurtermin drin. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie sich einen Termin eingeben, der sich wiederholt, nämlich meine Yoga-Klasse am Mittwoch. Ich tippe also wieder auf das Plus. Als Titel gebe ich hier Yoga ein. Ort ist hier Neue Straße 2. Die Klasse ist immer von 17 bis 18 Uhr. Ich gebe hier also 17 Uhr ein. Da die Yoga-Klasse sowieso eine Stunde dauert, muss ich das Ende nicht eingeben. Hier wurde ja automatisch eine Stunde angenommen. Aber diese Klasse wiederholt sich wöchentlich. Das heißt, ich tippe jetzt hier auf Wiederholung. Einmal auf wöchentlich. Und diese Yoga-Klasse geht nur 2 Monate. Das heißt, ich tippe hier auf Beenden. Das heißt, diese Yoga-Klasse endet genau 2 Monate später. Über den Pfeil links oben gehe ich wieder zurück. Als letztes gebe ich mir für meinen Yoga-Termin hier noch einen Hinweis. Und zwar soll mich mein iPhone immer eine Stunde vor meinem Termin daran erinnern, dass ich meine Tasche packe und jetzt losgehe. Und als letztes wie immer Speichern nicht vergessen. Also ich tippe hier oben auf Hinzufügen. Und jetzt sehe ich hier jeden Mittwoch über die nächsten 2 Monate ein Pünktchen. Und wenn ich auf einen Mittwoch tippe, dann sehe ich hier meine Yoga-Klasse angezeigt. So tragen Sie sich also in Ihren Kalender einen Termin ein, der sich immer wieder wiederholt. Ja, und so speichere ich mir Termine auf meinem iPhone ab. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie sie wieder löschen. Bis dahin, tschüss!